Wunderschön. So, also muss ich hier wieder zurück. Oh, ich habe viel zu viele Menschen vergessen. Na gut, kann man aber nichts machen. Dann ist das halt, einfach so. Warte mal, gibt es hier unten irgendwas? Nein, okay. So, warte mal hier. Hier hoch. Nee, hier geht's weiter. Hä? Sekunde, das kriegen wir hin. Das ist kein Problem. Das machen wir schon. Kapam. Das machen wir. Okay, warte mal. Ich kann doch einfach hier hoch, genau. Da ist sowieso noch ein Schalter, den muss ich betätigen. Denn der wird wahrscheinlich das Ding anfachen. So. Fuchs und das Portal. Ja, das habe ich mir gedacht. Ja. Ja, super. Da wäre ich auch so hochgekommen. Über... Na gut, okay. Dann ist das halt so. Warte mal, kann ich da irgendwie rüber? Hier was auskundschaften? Weiß nicht, ob ich hier rüber soll. Hier habe ich eine Blume, eine versteckte Blume gefunden. Und was haben wir hier? Hier bin ich andersweitig hergekommen. Okay. Okay, okay, ich verstehe. Also hätte ich von beiden Seiten aus dahin gehen können. Okay. So, gehe ich mal hier weiter. Wo das eigentlich alles relativ wumpe ist. Lass mich raten, da geht jetzt bestimmt irgendwas hoch. Ich will aber nochmal zurück. Hoffentlich bleibt das bestehen. Weil mit diesem Dash ist es einfach super. Lass mich raten. Jetzt hole ich mir wieder hier so eine Dash-Ladung. Und dann gehe ich ein Drittel von dem Weg weiter, den ich zurückgelegt habe, um mir diese Ladung zu holen, sozusagen. Und... Ach, wie die Ohren flattern. Ah, schön. Ist wirklich schön. Lass mich raten, nach vorne. Jetzt hätte ich wahrscheinlich 2-3 Meter weiter laufen müssen und dann wäre wieder eine Blume irgendwo gewesen. Ich wette es. Ah, komm. Jetzt kommen wir wieder in so ein rotes Gebiet. Da sind die Blumen relativ rar gesät. Vielleicht war das gar nicht so eine schlechte Idee. Die Sporenpalme. Okay. Alles klar. Das war total random. Aber ich will mich nicht beklagen. Ja. Geht. Bloß raus da. Mann, wo spielst du denn schon wieder rum, mein Bub? Hm, Junge. Nee. Fuchs und Dingsbums. Das da passt. So, das geht jetzt nach oben. Oh je. Oh je. Na super. Na super. Hier gibt es noch eine Blume. Hier gibt es auch noch, hier gibt es einige Blumen. Das war okay. Das war nicht ganz so trollmäßig, wie ich mir das gedacht hatte. Warte mal, kann ich auch irgendwie darüber? Das würde das nämlich ein bisschen sinnlos machen. Okay, ich verstehe. Lass mich mal ganz kurz was überlegen.
Ich kann auch nicht springen. Die Brücke schaffe ich doch eh nicht. Nein! Och, komm schon. Ernsthaft? Das muss nicht sein. Ich muss da irgendwie rüber und muss den anderen Teil der Brücke auch wieder hochhauen. Das weiß ich. Das bedeutet, ich muss diese Brücke irgendwie hier nach oben hauen. Oder ich muss mal was probieren. Als Geist habe ich ja keine... Das war nicht das Richtige. Da muss ich noch mal ran. Ja, das war Matchmaker. Aha. So, jetzt kann ich da wenigstens rüber. Als normaler Fuchs. Super, ich würde aber gerne noch mal ins Wasser. Warte mal, ich kann hier runter. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber hier sieht für mich so aus, als gäbe es hier wieder irgendwas Besonderes. Na, ist doch super. Aha. Sieht man direkt hier alles voller Sporen, dass die Umwelt verpestet und dann kommt der Fuchs und macht das alles wieder rein. Super. Wunderbar. Und hier ist noch ein Stäbchen. Das ist jetzt die Frage. Wo ist das Härchen vom Stäbchen? Vom Stöckchen. Na Junge. Kappa, das machst du schon. Ach ja. Das ist ein super. Ich musste da, als ich deinen Kommentar gelesen hatte, Justin, musste ich direkt an Kappa, Kapp und Kappa denken. Und ich habe die als Kind so... ich habe die gemocht als Kind. Auch wenn ich den Film so später doch relativ gruselig fand. Von daher... ja, es ist immer schwierig. Wir nähern uns einem Vulkan. Die Sonne geht unter. Es wird dunkler. So, bitteschön. So, machst du uns jetzt einen Weg auf? Na komm! Oha. Da will ich aber nicht ohne Spirit Power rein. Das kannst du aber glauben. Das war einer der letzten. Ich würde mir jetzt einfach die Zeit nehmen. Hier nochmal rüber. Guck mal, ganz ohne großartig runterfallen. Das sieht aus, als hätte den jemand angemalt. Na gut. Dann will ich da jetzt mal schnell rüber huschen. Na, da hinten geht schon der Mond auf. Hier ist noch die Sonne. Ah, die Sonne sieht man jetzt nicht. Aber da hinten der Mond. Oder ist das da hinten die Sonne? Ich weiß es nicht ganz. So von der Optik her müsste das jetzt der Mond sein. Na gut. Puh, ich glaube, ich ziehe das Spiel heute durch. Kapitel 6.
das ist doch blöd. So, Fortschritt speichern. Jetzt laufen wir wieder als roter Kappa rum. Die Frage ist nur, was können wir machen? Habe ich überhaupt alles richtig gemacht? Hier ist ein Lichtstrahl. Der gibt uns ein paar Blümchen. Das ist vorerst mal super. Habe ich mir schon fast gedacht. Hier rüber. Plagg-Doktor. Pest-Doktor. Ist das die Pest? Das ist komisch, aber okay. Gut, trotzdem hole ich mir jetzt nochmal wieder Spirit Power. Sind wir hier so ein lebensspendender Fuchs und müssen die Pest hier so besiegen, weswegen die Leute alle irgendwie hier so krepiert sind? Das sieht nämlich fast so aus. Die Frage ist nur, wo müssen wir lang? Hier lang. So. Du machst jetzt irgendwas auf, wenn mich das jetzt nicht täuscht. Da geht's weiter. Okay. Hallo, ich würde gerne speichern. Danke. Oh je. Hier ist aber echt nicht gut, Kirschen essen. Schnell raus hier. Okay. Nein! Müssen wir dem hinterher? Ich dachte, das sah jetzt irgendwie so ein bisschen böse aus. Warum ist der jetzt rot? Macht der wieder auf später? Muss ich erst hier die... Oh nein! Ich will da nicht durch, aber ich muss... Es wird ja... Och du! Heilige! Das ist noch so ein Labyrinth. Okay, hier kam ich wieder. Ich meine, klar, ich weiß schon in der Regel... wo ich lang müsste, theoretisch. Aber ich will eigentlich bevorzugt lieber ins falsche, in den falschen Gang, um möglichst viel mitzunehmen von dem Spiel. Gerade so ein bisschen komisch vor. Okay. Kann ja nur hier lang. Das bedeutet, ich muss da irgendwie durch. Es wäre mal schön, wenn ich mal ein bisschen mehr als... bin ich ganz sicher, wo ich lang muss. Kann ja nur hier lang. Das ist komisch.
Das ist komisch. Hier kann ich zwar wieder zurück. Die Frage ist nur... Ne, hier kann ich nicht mehr zurück. Okay. So. Okay, der mag mich nicht mehr. Oder ist es jetzt jemand anders? Ne, so ist cool. Die ganze Zeit war es blau und jetzt ist es rot und böse irgendwie und macht mir jetzt die Tür zu. Aber irgendwie, ich kann jetzt auch hier nicht das Ding einfach mal schnell ablegen und hier so ein Schreihals loswerden. Jetzt hier oben. Die Frage ist, was bringt mir das? Gar nichts. Vielleicht... Moment mal. Vielleicht bringt mir das doch was. Ist immerhin der einzige Weg. So, lass mich mal ganz kurz was überlegen. Wie komme ich am besten darüber? Hier, so weit schaffe ich es leider nicht. Oh, doch, gerade so. Dann gehe ich halt hier lang. Der sieht mich. Warum ist der jetzt auf einmal so böse? Die Fuchsstatuen kaputt. Der hat uns doch erst hier hingebracht. Der stellt mir doch wieder bestimmt irgendwie so eine Falle, dass ich hier nicht durchkomme. Ich weiß nicht, ob das so eine schlaue Idee gewesen ist. Weil ich habe hier jetzt keine Blümchen. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Dann muss ich erst hier hoch. Hoffe ich zumindest. Och Mann. Ich stelle jetzt immer so hin und her spielen muss, um das zurückzukriegen. Das ist ein bisschen komisch. So. Mhm. So, der geht jetzt runter. Okay. Klar. Dann kann ich jetzt hier weiter. Geht das wieder zurück, wenn ich das wegnehme? Nein. Okay, die nächste Frage ist nämlich, wo finde ich das? Ich würde nämlich da unten das Ding gerne natürlich anmachen. Aber die Frage ist... Wie und wo? Mache ich dem roten Lichtchen einen Strich durch die Rechnung?
Kann ich das wieder mitnehmen? Ja, okay. Die Frage ist nur, komme ich da ohne überhaupt weiter? Das ist komisch. Das wird jetzt richtig tricky. Ich will mal was probieren. Nee, das braucht zu lange. Okay. Gut, dann will ich es trotzdem mal riskieren. Lasse ich das Licht hier. Ich dachte, ich müsste das wieder irgendwie aktivieren und dann wieder zurücknehmen und dann mit einem Dash einfach durch, aber das habe ich ja nicht. So, die Frage ist jetzt eher, wo kriege ich nochmal so ein Licht her? Und was bringt's? Ich muss auf jeden Fall hoch. Sieht so aus, als gäbe es da oben wieder was. Kann nicht springen. Okay, da hoch komme ich nicht. Ich muss da irgendwie hoch. Die Frage ist, komme ich da hoch? Kann ich das hier irgendwie wegmachen? Das ist ja das Problem. Gefühlt bringt mir das alles nichts. Ich mal vorher noch mal ganz kurz was gucken. Na, darunter brauche ich gar nicht springen. So, hier ist das Licht. Da könnte ich dann nach oben. Die Frage ist, wie komme ich denn hier zurück? Wie komme ich hier wieder zurück? Komme ich hier durch? Nein, komme ich nicht. Warum eigentlich nicht? Du bist doch schon fast durch. Nee, bringt nichts. Das komme ich. Da komme ich so einfach nicht durch. Bedeutet, ich muss... Hey, das ist komisch. Ich muss das Licht doch irgendwie mitnehmen. Die Frage ist nur, warum... Wie komme ich dann mit dem Licht wieder hierher? Warte mal. Glaube ich, die Lösung des Problems. So, jetzt kommt hier wieder ein bisschen Licht rein. Das ist gut. Super, hier bin ich. So, das nehme ich mal mit. Weiß nicht, wo ich lang muss. Nee, hier war es falsch.
hier. Okay, dass ich mir das Licht jetzt einteilen muss, ist schon hart. Aber ist okay. Das bringt mich jetzt wirklich zum Grübeln. Boah, ich muss Baby. Bin schon drei Stunden, Leute. Das ist hart. Aber so, ja, Kapitelfortschritt speichern, das ist super. Ich mache hier eine Aufnahmenstopp und würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn ich das alles, also ja, in der nächsten Aufnahme, dann gehe ich nämlich nochmal kurz Baby machen und mache Sachen. Und bis dahin, macht's gut, Leute. Ciao mit V. Bye, bye. Wow.